friend and family, mother. Was? Ich bin einfach mit beiden hängen. Nein. Freeze. Komm, hol ihn dir. Kann man noch ein, zwei Mal machen. So, Skatepark Kolbstraße. Willkommen zur zweiten Episode. Wir haben schon ein paar mehr abgedreht, aber die konntet ihr noch nicht sehen, weil das war Street Behind the Scene. Das kommt erst raus, wenn unser Video auch draußen ist. Machen wir noch mal ein bisschen Skatepark, bevor es dann nächste Woche nach Athen geht. Ich habe immer noch mein Knie kaputt, bin nämlich ordentlich auf die Fresse gefallen letzte Woche. Deswegen mache ich heute erste vorsichtige Tests. Wir haben uns aber Verstärkung mitgeholt. Es kommen nämlich noch Flo, Basti und Gag hier mit dazu. Und dann schauen wir einfach mal, was heute passiert, ob wir im Skatepark bleiben oder ob wir vielleicht noch ein bisschen Streetfilmen gehen. Rein da. Yo! Hey, was geht? Lange nicht gewaschen. Nummer 2 am Start. What? Fehlt nur noch Basti. Passend zu meiner Rollen. Guck, look at those. Oh, oh, oh. Boah, Jungs, ich hab Kreislauf. Hier ist erstmal ein Döner holen. Oh la la. Da ist man richtig ready für Skaten, wenn man sowas im Bauch hat. Moin! Ja. Hi. Moin. Ja, jo, Lennart. Hi. Hallo. Oh, nice da, pants. Danke. Ja. Oh, ich bin jetzt so froh, dass ich heil hier angekommen bin. Bist du auf Skates hergeballert? Ja, vom Arktisviertel drüben. Und warst lange nicht skaten, oder wie? Boah, 15 Jahre nicht mehr. No way! Aber direkt einen freshen neuen Mesmer. Cool, willkommen. Oh, oh mein Gott! Yes! Nice, Mann. Ich habe kurz über Mike kennengelernt. Ach, Quatsch. Ja, schönen Gruß an Mike. Shoutout, Mike. Ein, zwei Folds machen, ein, zwei Tricks machen. Okay, okay. Yes! Erster Clip, Dennis. Ja, Mann, nach wie vielen Jahren? 6 Jahren? 6. Crazy, wenn du was anderes machst, dann ist kein Geil. Yo! Geil? Ja, alles gut? Ja, und selbst? Die Beine, aber gut. Was willst du hier machen? Die Soul! Das ist ja gar keine Anfahrt. Ja doch. Überall ist eine Anfahrt. Ja! Ja, Mann, hat er gleich. So, hier die Kuriosität des Tages ist, was ich schon seit Jahren crazy finde. Basti fährt einfach immer in jedem Trick, den ihr von ihm seht, in jedem Trick fährt er mit diesem Band rum, den Knöchel, im Socken, im Liner drin. Wie viel bekommst du nochmal, wenn ich deinen Code eingebe bei Grindhouse? 10%. 10%? Ja, Mann. Das ist gar nicht schlecht. Shoutout, Code SANK10 bei Grindhouse. Also man kann jetzt bei Grindhouse den Echo bestellen. Den Echo, was ist das? Oh, das war aber richtig nice. Come on. Yo. Yes. Ja, ich wollte es nicht sagen. Ne? Heute nicht. Wir machen ja heute keinen. Extra Fun Session. Genau. Friend and Family Mother. Da bin ich wieder. Ja. Ja, ey, sollen wir mal den Körper killen? Also, sollen wir ordentlich einwachsen beide Seiten? Ja, können wir machen. Ja.
Meins riecht nach Kokos und Orange. Okay, okay, okay. Kauf trotzdem das Current House Wachs. Das ist natürlich besser. So, ne? Mit meinem Code natürlich zumindest. Was? Wie smooth war der? So geil. Aber der Butter wäre, wenn das Vieh outgehen würde. Flexen. Guck mal, Basti hat schon fast seine Skates an. Warte! Yo! Nein! Junge, ich hab meinen Helm noch nicht auf. You know what I mean? Hab ich da einen Touch gesehen oder war der nicht? Jetzt hat Gag gemeint, ich soll hier einen Fastside dran machen und tatsächlich ist das die ganze Zeit in meinem Hinterkopf. Allerdings weiß ich nicht so richtig, wie ich da anfangen soll, ob man das hochrollt. Trotzdem mal probieren einfach. Ist die Frage, ob das schlau ist, direkt mit der Cam in der Hand, aber das machen wir jetzt einfach mal. So, also mit der Cam in der Hand war das kacke, deswegen gackt das jetzt nochmal eben. Aber noch geiler wäre natürlich, das hoch zu grinden. Ja, aber es funktioniert. Sah auch schon sehr stabil aus, wenn du. Ja, ja. Doch? Der war voll durch. Aber ich bin so zur Seite weggeflogen. Nochmal. Ich kann noch zwei Versuche, ob ich da direkt hinten dran landen kann. Dass das jetzt so easy ist. War besser als die vorhin, hoffe ich jetzt, dass sich das gelohnt hat. Ja, gut. Nehmen wir. War nicht, was ich machen wollte, aber fuck it. Du hättest irgendwie den Shuffle reingemacht. Nee, ich wollte vorwärts droppen und dann den Cess noch machen. Aber manchmal ist es, wie es ist. That shit. Nächste. Also Gag hat hier nochmal was gefunden, das wollte ich ihm schon die ganze Zeit zeigen. Das einzig fiese ist hier Ausfahrt im Sand. Aber alles klar, weißt du Bescheid. Ja, da ich den Vlog aber droppen will, bevor das Video rauskommt, kann ich euch das jetzt hier nicht alles zeigen, was er gleich hier so zaubern wird. Dennis wird das mit seiner Cam aufnehmen. Und dann seht ihr das im Video, wenn das dann irgendwann fertig ist. Ich hole mir jetzt einen Besen aus dem Kiosk. Moin! Mir wurde gesagt, dass ich mir hier vielleicht einen Besen ausleihen könnte. Danke! Ehrenmann! Reicht das? Das steht auf Skatepark drauf. Ach ja. Spannend. Oh! Alter, der war richtig nice. Sick. Ja, Mann. Freeze. Die Landung. Richtig geil. Ja, geil. Geil, Alter. Herzlichen Dank.
Basti, willst du auch noch einen Trick machen? Ja, ich guck mal. Erstmal. Guck mal, okay. Trail, das muss gewachsen werden, weil das ist mega stumpf. Mach doch. Dann hätte ich gedacht, einfach ein Top Mistral durch. Ja. Ja. Und dann an dem Körper True Spin Negative Mistral. Eine Line? Ja. Okay, das ist gut. Ja, ich glaube, es reicht. Ja, ich habe alle Seiten gemacht. Ich meine, das ist auch ein Clip halt, ne? Ja. Nein! Da kommt der Slackliner raus. Oh ja. War ein bisschen komisch der zweite. Weil ich auch relativ weit auseinander war mit dem Schießen. Was willst du machen? Top Mistral? Ja. Was Basti gemacht hat? Mit links auch? Ja, auch so. Ja. Gleicher Trick. Richtig Battle. Jo! Erster. Ja, Mann, first try. Was ein Ehrenmann. Vorhin schon die Lebensrettung mit dem Besen. Jetzt hat er auch noch ein USB-C-Kabel, dass ich die Cam gleich weiterladen kann. Ultra geil. Hier, Gag. Sorry, ich war jetzt drin, ich hab durchgerückt und mein. Nein. Geht nicht? Muskeln. Ah, da bin ich gerade hier zu spät gekommen. Dennis ist schon in der True Fishy Challenge. Ja, ja. Aber also, ist schon wieder vorbei. Das Commitment ist da und das Feeling ist da, aber ich merke einfach, sobald ich drin komme, es fühlt sich geil an, aber der Körper gibt mir. Ein Soul vielleicht? Ja. Ja, do it. Alter, nee, das hier müssen ein bisschen aufpassen. Ja. Ah ja, die Kids hier, ne? Yes, aber clean. Alter. Ein Fastside hoch machen? Ja, mach doch, hast du ja jetzt Anti-Rocker an. Ich mach das jetzt auf Backside 50 und lässt ihn so mal als Fastside reingehen. Okay, das ja, Process. Skatepark neben Spielplatz, beste Idee, seit es geschnittenes Brot gibt. Yes. Alter, warum hab ich den denn vorhin gemacht? Wie safe war der? Das ist auch schon die Landung, die ich vorhin haben wollte. Ey, er macht den besser halt. Ja, ist nicht mal sein Skate. Ich schicke ihm meine Bitcoin. Ja, macht einfach meinen Clip in besser. Oh, come on. Saft, ey. Frag nicht, was für Saft. Komm, nächster. Hast du ihn? Echter fucking kleiner. 99%. Ja. Mach ich mit AI raus. Burn up! Alter! Geil, Mann. Hätte ich mir vorhin den ganzen Aufwand sparen können, den Trick zu machen. Da kommt der Gatten in die Ecke. So, wir gehen jetzt zum nächsten Spot. Bis gleich. Kannst einfach durchlaufen lassen. Oh ja, Mann. Mach den für meine Cam. Yo! Noch mal ein bisschen früher. Yes! Was? Geil, Mann! Geil! Ey, yo, ich muss die jetzt weglegen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann. Scheiß drauf. Oh, geil. Also ich wollte jetzt gar keinen beim Film haben. Ja, verstehe. Sick, Alter, mach den nochmal. Der ist geil, Miso, Negative Miso hier ja.
Ohne Scheiß. Ekelhaft. Mach mal einen geilen Out-Out. Wie hat sich das angefühlt hier mit Selfie-Stick? Ja, ich kam mir richtig blöd vor. Ach, mach mal. So, rein. Damit ich euch nicht hier die Sachen schon zeige, die im Video kommen. Mal jetzt hier einmal Pause und lassen die Jungs hier ihre Clips sammeln. Kurzer Einspieler an dieser Stelle. Nochmal kurz Werbung für Grindhouse. Der Shop unseres Vertrauens, wo ihr mit meinem Code ZENK10 zwar nichts spart, aber mir 10% von eurer Bestellung in mein Budget ballert. Danke an alle, die den Code bisher benutzt haben und ihn noch benutzen werden. Grindhouse hat alles, was ihr braucht zum Inlinerfahren, bestes Wachs, Rollen, Bearings, Skates natürlich. Gönnt euch einfach mal den Shop. Link in der Beschreibung. Und zurück in die Skate-Action. Auch dieses schräge Landen. Scheiße. Heftig geil, Mann. Heftig geil. Alter, Jung. Alter, geil. Hammergeil, Tim Thomas. So, jetzt Flo mit einem Triple Switch Up. Not bad. Alter! Kann man noch ein, zwei Mal machen. War ein bisschen drüber. Du bist direkt weggeflogen. So. Und da war aber noch Platz, also du hättest noch ein bisschen grinden können. Okay. Echt schwierig, hier drei Stück reinzukriegen, aber er macht das. Nochmal, komm, 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 komm. Komm, hol ihn dir. Was? 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 What the fuck, Alter? Yo. Yo. Not bad. Ja, der war ziemlich stabil. Geil, Alter. Ja, fett. Jetzt bin ich auch gerade. Dann mach. Ginge noch, aber ja. Jetzt gerade jetzt. Gut, dann mache ich noch ein paar. Let's go. Hast du Bock noch mal was zu filmen? Ja. Ich würde anfangen mit einem True Acid rüber zu Alup Acid. Einfach machen. Ich glaube, der ist nicht so schwer. Alles gut. Finger leicht umgedreht. Spät, aber ich mache einfach noch was. Fuck yes. Der Beste. Alter, war gut. Geil. Okay. Nächster Move. Also ich habe eben Back-Savannah zu Shifty gemacht. Und ich dachte, den mache ich jetzt noch einmal für die Cam. Eigentlich wollte ich probieren, ob ich Mark you. Ja, probieren wir das Ganze mal. Double Mark you, richtig bescheuert. Ich weiß nicht, ob das geht. Alter. Okay. Senden wir den. Nein! What the fuck? Ja, Mann. An dieser Stelle würde ich jetzt höchstens noch einmal einen für die große Kamera ballern. Den zeige ich euch jetzt nicht, damit ich den Vlog schon mal vorher zeigen kann. Da müsst ihr dann aufs Video warten. Deswegen. Sehen wir uns dann gleich in der Abmoderation oder am nächsten Spot oder beim Rahmenmessen oder was der Geier. Also, reingehauen. So, ich habe jetzt hier nochmal einen Trick gemacht. Ich weiß nicht, ob sich der gelohnt hat tatsächlich, weil ich habe einfach meine komplette Soapblade da gelassen an dem Ding. Meine linke sieht so aus, die war vorher neu. Sowohl Frame als auch Soapblade. Und da habe ich auch einen neuen Groove drin. So, gut im Arsch.
war ein mega nicer Tag, das Skatepark, dann hier diese Curbs mit allen, war eine fette Session. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch was essen gehen oder ob es das war. Hat mich auf jeden Fall gefreut, hier wieder Session zu ballern. Bin froh über die Tricks von mir und von den anderen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal. Peace. So, wieder auf dem Rad. Weil wir uns jetzt doch per Münzwurf noch entschieden haben, doch noch zu Daimyo zu ballern. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich jetzt hier gerade fahre. Guck mal, da sind sie doch. Ja, das Rail habe ich mir auch schon mal angeguckt. Trainer. Hallo. Wir sind hier so mega am Heizen. Und dabei haben wir einen am Start, der jetzt das erste Mal seit 15 Jahren auf Blades ist. Direkt das Ausdauertraining for free. Ja, Skitschen, Alter, auch noch mit dem Elektrobike, das ist edel. Eigentlich wäre das doch auch mal ein Clip. Oder? Ey, wir haben Zeitdruck. Ich habe gar keine Zeit dafür. Aber ich will den Boden einmal sehen. Perfekt. Chillig. Also ein Backroyal geht auf jeden Fall. Nicht jetzt natürlich. Völlig im Arsch und wir haben Zeitdruck. Aber da machen wir doch jetzt mal direkt ein Foto für die Spotmap. Und schauen wir mal, wie schnell wir das erledigt bekommen. Das ist so ein brachiales Ding, ne? Von unten sieht es schrecklich aus. Von oben sieht es so, ah ja, chillig. Aber ich wette, wenn du dich einmal, ja, die Antwort ist perfekt, alles gut. Aber wenn du dich einmal da runterjagst, wirst du wahrscheinlich merken, oh, alles klar, ist doch brachial. Alter. Da hat man richtig Spaß auf Blades. Ja. Soll ich dich hochziehen? Ja, das mach mal. Ja, das ist sinnvoll. Dennis ballert da. Ist das deine Boxershirt, Dennis? Ah, nee. Sieht so aus, ne? Ja, das ist sie. Das ist sie. Alter, da muss er sogar mit seinem Elektroroller hochtreten. Ich hab erst gedacht, da steht XRP auf dem Zug. Ja. Alter, meine Beine sind so im Arsch, ich krabbel später heim. Einmal Rheinbrücke. Shoutout Klöber, der da Ding gejumpt ist. Klöber ist hier hoch. Mit Badelatschen hat sich von dem Opa hochhelfen lassen, ist gejumpt. Und das war, als Ebbe war. Also, das war richtig übel. Da das haben diese, ist diese Video, Pfeiler. Was wir gezeigt haben. Ja, das ist Klöber. Und Geländer. Ach Quatsch! Oh. Nein! Oh. What? War Legende, für den Jump Legende. Alter! Bestimmt. Also man muss sich halt safe mit dem Scooter anziehen lassen oder so. Ich meine, ich habe schon mal einen Skateboarder-Clip gesehen. Aber auch angezogen von irgendwas Krassem. Also wenn du richtig anheizt, meinst du, dann kommt da drüber? Oh, eigentlich schon. Das ist auf jeden Fall ein Clip. Geiler Tag. Hallo. Geile Session. Wir haben es zu Daimyo geschafft. Bester Rahmenladen in der City. Die hauen sich da noch den Wein rein. So, wir gönnen uns jetzt hier essen. Damit ist Schluss für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Das an der Kante zu machen. Ja. Meinst du nicht nach Kokos und Orange? Lawrence aus Arabien. Alter. Oh Gott, so knapp am Steiß vorbei.